Dieses Video zeigt Ihnen, wie Sie Ihr Android-Smartphone als Barcode-Scanner verwenden. Installieren Sie zur Datenerfassung die Applikation GetBlue vom Android Market. Zuerst konfigurieren wir GetBlue, um die Barcodes mit dem Kamerascanner zu erfassen. Das erfolgt über die Einstellung der Datenquelle. Die gescannten Barcodes sollen via Bluetooth an den PC weitergeleitet werden. Wählen Sie dazu die Datensenke als Bluetooth-Server. So können PC und Smartphone kommunizieren. Starten Sie GetBlue vor dem Paaren mit dem PC. Der Kamerascanner wird unmittelbar aktiviert. Zum Paaren der Geräte drücken Sie den Home-Button und wechseln Sie dann zu den Android-Einstellungen, Drahtlos und Netzwerke. Öffnen Sie die Bluetooth-Einstellungen und suchen Sie nach dem Ziel-PC. Damit der PC für das Smartphone sichtbar ist, öffnen Sie die Bluetooth-Einstellungen in Windows und aktivieren Sie die Sichtbarkeit für Bluetooth-Geräte. Ist Ihr PC am Smartphone nicht gelistet, dann starten Sie erneut eine Suche nach Bluetooth-Geräten. Sobald der PC in der Liste erscheint, tippen Sie auf den Eintrag. Das Paaren ist nur einmal notwendig. Eine Benutzerinteraktion in Form von Sicherheitsabfragen oder der Eingabe eines PIN-Codes ist nötig. Warten Sie, bis die erforderlichen Treiber installiert sind. Bitte beachten Sie, dass das Paaren essentiell ist. Es ermöglicht die Kommunikation zwischen Bluetooth-Geräten. Nach erfolgreicher Installation müssen Sie herausfinden, welcher serielle Port der Bluetooth-Verbindung zugeordnet ist. Durch einen Rechtsklick auf das neue Smartphone-Symbol in der Bluetooth-Geräteliste ist der Port ersichtlich. In diesem Fall sind die Daten auf dem seriellen COM-Port Nummer 4 verfügbar. Jetzt wird das Setup getestet. Wir verwenden TKT-Software T-Wedge zum Empfangen der Barcode-Daten vom Smartphone. Nach dem Öffnen von T-Wedge konfigurieren Sie die Schnittstelle der Bluetooth-Verbindung. Klicken Sie auf Start, um die gescannten Barcodes zu empfangen. So funktioniert es. Gehen Sie zurück zu GetBlue. Die gescannten Barcodes werden unmittelbar in T-Wedge angezeigt. Zudem ist es möglich, die gescannten Barcodes an andere Applikationen wie Microsoft Excel weiterzuleiten. Öffnen Sie eine Excel-Tabelle für die Barcodes. T-Wedge empfängt die Barcode-Daten via Bluetooth und konvertiert sie in Tastatureingaben. Die Barcodes werden wie manuell eingegeben angezeigt. Das funktioniert mit allen Zielapplikationen und spart wirklich Zeit. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.